Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und jawohl, Freunde, wir hatten beim letzten Mal eine ziemlich knifflige Krise hier in unserer Hauptstadt, die wir aber zum Glück mit relativ ruhigem Verstand beheben konnten, sagen wir es mal so. Und ja, wir können weiterbauen. Würde ich vorschlagen, machen wir das doch einfach mal. Indem wir jetzt hier weitere Jobs tatsächlich generieren. Beziehungsweise, ja doch, das reicht eigentlich mit Einwohnern. Erstmal für hier. Ja, wobei, wartet mal. Ja, doch. Okay, genau, wir können einfach Jobs weiterbauen. Zack, zack. Zack und zack. So muss das laufen, Freunde. Und genau, wir waren einfach, ja, nach wie vor jetzt in der ersten Aufnahmesession nach meinem großen Urlaub. Aber das hält uns nicht davon ab, hier so riesigen Fortschritt zu haben. So. Was für ein krasses U-Bahn-Netz wir haben. Oh mein Gott. Aber, ja, ich meine, muss man halt so haben, ne, in so einer riesigen Metropole. Da läuft nichts ohne den öffentlichen Nahverkehr. Das kriege ich ja auch mal immer wieder im echten Leben, kriegt man das mit, ne? Dass man echt auf den Nahverkehr angewiesen ist. Viele, viele Leute. Wow, schaut euch das an. Hammer. Einfach nur geil. Da sprießen die Steuereinnahmen. So. 2,7 Millionen. Vielleicht knacken wir noch die 3 Millionen statt. Na, der Platz wäre noch da. Frage ist, habe ich hier wirklich keine Autobahnanbindung? Sieht nicht so aus, aber ich glaube, brauchen wir tatsächlich auch nicht. Die Bildung mal wieder ein bisschen hoch. Genau, brauchen wir auch gar nicht. Das läuft auch so. Uns mal den Verkehr anschauen. Ja, schaut euch das an. Hier ist komplett Ruhe. Hier im Stadtzentrum ist halt viel, ne? Das ist ja klar. Das ist ja. In der echten City ist es ja auch so, dass es in der Stadt immer mehr los, egal was man macht, immer mehr los ist als außerhalb. So, das. Ah, wir können hier noch Wohnungen bauen. Ja, dann los. Was soll der Geiz? So. Ja, wobei, ich würde ganz gerne. Ja, können wir gleich machen. Lass uns erstmal hier die Wohnungen hinbauen. So. Aber hier unten nochmal Bushaltestelle und U-Bahn-Station hin. Damit ihr auch eure Anbindung hier kriegt. Ach, verdammt, wartet mal. Genau. Ah, wunderbar. So. Und warum ist hier die U-Bahn unterbrochen? Was? Was ist hier los? Also, wir hatten beim letzten Mal ein ganz merkwürdiges Phänomen, dass tatsächlich auf einmal irgendwie ein ganzer Kartenabschnitt einfach mal weg war und durch Gebirge ersetzt wurde. Wenn ihr, nochmal die Frage, wenn ihr irgendeine Erklärung dafür habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was in der letzten Folge passiert ist. Das würde ich wirklich gern wissen. Wirklich. Weil ich kann es mir nicht erklären. Tatsächlich. So. Okay, dann können wir weiter. Die haben hier alles, oder? Außer ein Krankenhaus. Na, ihr habt genug Krankenhäuser. So, das heißt, wir können hier so, genau, einfach so ziehen. Einmal so. Genau, dann können wir das hier so machen. Und so eine Verbindung rüberziehen.
Hier noch eine Station hin, hier unten. Ich weiß, die sind dann zwar nah aneinander, aber besser als gar keine Station zu haben. Und ja, dann kann man hier Wohngebiete, fette Wohngebiete reinmachen. Eine schöne Bushaltestelle und U-Bahn-Station mittendrin. Ja, warum denn eigentlich nicht? So. Einmal so, zack. Und, oh, jawohl, schaut euch das an. Da kommen die geilen Raketengebäude wieder raus. Die geilen Raketengebäude, ja. Schaut euch das mal an, das sieht wirklich aus wie eine Rakete. Finde ich. So, dann weiter geht's. Hier am Wasser. Ja, wobei, ja doch, einen Hafen können wir hier hin machen. Ist okay. Am Wasser. Ah, wobei, vielleicht hier. Vielleicht hier. Dass wir hier einen neuen Hafen hin machen. Ja. Ist eine gute Idee. Jawohl, passt sogar. Passt sogar. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das auch mit dem... Ahaha, wunderbar. Genau so wollte ich das haben, Leute. Genau so. Ha, ja, das ist doch wunderbar, Mensch. Können wir den schön anbinden. Wird natürlich krass genutzt, ne? Ist klar. Sehr, sehr gut. Aha, das ging so einfach jetzt. Mit dem Hafen. Einfach krass. So, dann könntet ihr theoretisch hier auch mal was hinbauen, ne? Und ja, Freunde, ich freue mich einfach, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Bei SimCity 4. Und wie es jetzt hier weitergeht in der Hauptstadt. Tatsächlich. Da sind sogar drei Häuser gekommen hier, sehr gut. Und wie wir hier nach wie vor versuchen, die 3 Millionen Einwohner Marke zu knacken. So. Machen wir hier weitere Parks rein. So. Okay. Dann können wir hier weitermachen mit Wohngebäuden. 5er Wohngebäude gibt es hier, glaube ich, nicht. Oder? Lass uns mal... Ja? Nur Villen, glaube ich. Ah, tatsächlich nicht. Okay, schade. Okay, aber das ist nicht weiter schlimm. Machen wir hier eine Allee rein, würde ich... Eine Allee. Weil das passt so schön, wisst ihr? So. Gut, dann machen wir den Rest hier oben dran. So, dann hier nochmal Bushaltestelle und U-Bahn-Station für die Leute. Hier unten dann auch nochmal gleich. Ja, hier unten definitiv auch nochmal. So, Bushaltestelle und U-Bahn-Station. So, machen wir das einmal so hier. Ah, Moment, hier gab es ja diesen... den Trick mit der... genau, mit der Allee. Genau so, und dann die Straße wieder. Einbahnstraße, genau so. Richtig. Ah, wunderbar, Freunde, wenn das so gut läuft, das macht wirklich Spaß. Das macht Spaß. So, naja, wobei, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit wegkommen von der Schule und so. Das hier ist jetzt die Grenze. Das heißt, wir müssen ab jetzt mal aufpassen, dass wir hier nicht zu weit uns aus dem Fenster liegen mit den Wohngebäuden. Geile Musik. So. So, dann können wir hier am... an der Küste kann man hier vielleicht... Na, warum nicht? Ach, okay. Ja, ich weiß warum.
Wegen der blöden Brücke hier, okay. Gut, aber das ist in dem Fall tatsächlich nicht schlimm. Zweimal zwei, ja, das ist jetzt ein bisschen doof tatsächlich, aber ist nicht weiter schlimm. Na komm. Ach, jetzt haben wir hier wieder diesen Bug. Okay. Zack, zack. Verdammt, ich hasse es. Was ist das für ein blöder Bug? Ja, die Stadt wird langsam zu groß, ich merke das schon. Die Stadt wird langsam zu groß. Das Spiel kann langsam nicht, kommt langsam nicht mehr mit, glaube ich. So. Aber es ist nicht mehr viel. Es ist tatsächlich jetzt eigentlich nur noch der Bereich hier oben. Und das war's dann. So, aber dann würde ich mal vorschlagen, machen wir hier in dem Bereich. Meine Füße, die Folge ist schon wieder halb voll. Das kann ja nicht wahr sein. So, 4x4 Dinge. Boah. Guckt euch das an. Dann kommen sie direkt wieder aus dem Boden gesprossen. Die Leute. Und dann hier, genau. Das Haltestelle und Bahn. So. Ich feiere auch die Musik so ab hier. Und SimCity4, das ist wirklich eine richtig geiler Soundtrack. Den mag ich. Ich mag diese Musik hier einfach. So. Einmal Bäume, so. Und dann können wir hier tatsächlich jetzt wieder mit Gewerbe weitermachen. Okay. Nur angebunden sind die ja. Ah, wartet mal, ich versuche mal was. Speichere das mal ab. Damit das nicht wieder abstürzt, ne? Ich bin gerade ja in so einem Bauflow drin. So, damit wir hier vielleicht... Ja, geht leider nicht. Okay. Aber das geht. Ja, perfekt. Dann machen wir es immer so. Habt ihr eure Monorail-Anbindung? Jawohl. Das heißt, wir brauchen jetzt hier wieder ohne Ende Jobs. Tatsächlich, ne? Ohne Ende. So. Ja, wobei, ich würde hier ganz gerne eine Station hinmachen. Wartet mal, lass uns mal hier das einmal so machen. Ich hätte hier gerne eine Monorail-Station. So am besten, ja. Gut, wunderbar. Und dann können wir hier tatsächlich weitermachen. Ne? Dann haben wir hier die Strecke für die Monorail. Tschick, tschick, tschick. Hat die Musik. Ich feiere diese Musik hier in dem Spiel, ey. Ist einfach so genial. So, mal hier Bus und U-Bahn hin. Und weiter Gewerbe. So, zack. Ah, vielleicht andersrum? 5x5, ja. Okay, machen wir es so rum, genau. Ach, guck mal, da kommen direkt Sheraton-Hotels aus dem Boden gesprossen. Ist doch auch mal interessant. So. Okay. Weiter geht's. So. Hier können wir ein paar Parks hintermachen. Genau, und da kommt schon wieder das nächste fette Gebäude. Wunderbar. So muss das aussehen. So muss das weitergehen, Freunde. Sieht richtig gut aus. Es sieht richtig gut aus. Ja, wobei, das hier können wir mal abreißen, diese Villen. Wir sind hier in der Hauptstadt. Wir sind hier nicht in einem Vorort, Leute. Deswegen abreißen. Immer schön abreißen. So, zack. Naja, da kommen immer neue Villen. Ja, okay, nee, dann. Ja, wobei, wir können die Bildung mal ein bisschen hochschrauben wieder.
So, genau. Okay. Ja, das war, glaube ich, das war wieder zu viel. Das war wieder zu viel hochgeschraubt. Oh Mann. Ja. So passt das doch perfekt. So, okay. Wunderbar. Das heißt, dann können wir den Bereich hier auch dicht machen mit Gewerbe. So, verkehrstechnisch sieht das ganz gut aus. 4x4, 4x4, 4x4. So. Dann können wir hier eine Einbahnstraße und eine Monorail Station hin. So. Ja, perfekt, Freunde. Perfekt, sage ich dazu nur. Jetzt müssten sie sich nur aufbauen. Dann haben wir alles gut. Ja, sieht doch okay aus. Die wollen halt mehr Parks haben, ne? Kann man ja verstehen. Also, Parks sind eigentlich eine richtig schöne Sache in so einer fetten Stadt. Dass man auch mal einfach rausgehen kann. Ins Grüne. Und, ja. Einfach mal ein bisschen durchatmen kann. So. Wie sieht das Verhältnis aus zwischen Bewohnern und Jobs? Sehr ausgeglichen. Das finde ich gut. Können wir einfach weitermachen. So. Okay. Ja, dann. Holy shit. Wir sind wirklich gleich in der letzten Ecke angekommen. Oha. Okay. Wir kommen halt rasend schnell voran, ne? Das ist... Wir haben hier richtig krassen Fortschritt. So. Das sollte man nicht unterschätzen in diesem Spiel. Dieser Fortschritt ist wirklich extrem. So, das heißt dann aber, dass wir hier zwei Stationen hinmachen erstmal. So, eine hier, eine da. Ich liebe einfach diese Monorail, Freunde. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach so ein geiles Beförderungssystem. Ich finde es schade, dass es sowas in Deutschland nicht mal erfinden, jetzt mal ehrlich. Das hätte doch voll was so von, ja, Star Wars mäßig. Ganz ehrlich. Also Monorail hat was, es ist die Zukunft. Wie gesagt, finde ich schade, dass wir das hier nicht haben. So ein Monorail-System. So, dann haben wir hier. Ich glaube, ich werde ein bisschen zu weitläufig mit der U-Bahn, kann das sein? Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen dichter aneinander die Stationen hinbauen. Hier zum Beispiel. Ja, wobei es ist mitten in einem Gewerbegebiet. Das ist eigentlich nicht so doll. Hier unten könnten wir was hinbauen. Ja, wobei, mach mal eins weg. Und hier auch eins weg. Dann machen wir hier eine U-Bahn-Station hin. Und dann eine Bushaltestelle. So, dann schauen wir uns doch mal die Verbindung an. Ja, passt. Ja, wunderbar. Okay, dann haben wir überall eine Station. Und das heißt, dann können wir hier tatsächlich weitermachen. Weiter geht's hier. Mit schnellen Schritten. Tatsächlich. Schaut euch das an. Guck mal, wie schnell wir hier sind. Wow. Das ist krass. Jobs, Jobs, Jobs. En masse Jobs hier. Steve Jobs. So. Warum? Der ist wahrscheinlich Jobs mit Nachnamen, weil er Jobs generiert. Steve Jobs. Ich weiß, der war nicht lustig. Aber ist mir gerade so in den Sinn gekommen, warum heißt der Mann auch Jobs mit Nachnamen? So, aber okay. So, Details. Wir können die Bildung nochmal ein bisschen hochschrauben. So. Ganz genau. Und so langsam aber sicher kommen wir zur Perfektion.
wenn nicht die Ärzte streiken würden. Verdammt, diese Ärzte. Ja, wobei, dann können wir ja eigentlich... Ja, nee, das ist so ein Firmengebäude. Möchte ich eigentlich ungern dafür abreißen. Das ist jetzt blöd. Ja, machen wir so, kommt. Da sind eh nicht so viele drin gewesen. Oh. Ja, jetzt solltet ihr eigentlich aufhören zu streiken. Hört ihr mal auf? Verstopfte Brücke? Boah, ja. Okay, guckt euch das an. Ja, die verstopfte Brücke, aber wir haben ja schon hier Fähren. Boah, schaut euch mal die Nutzung an. Holy shit, wie krass das einfach ist. Oh, schaut euch diese Stadt an. Guckt euch diese Stadt an. Okay. Ja, das ist geil. Das muss man sagen. Das ist geil. Okay. Ja, dann. Wie sieht's mit Polizei und Feuerwehr und so aus? Ja, habt ihr noch, ne? Habt ihr noch. Das heißt, wir können jeden das Gebiet tatsächlich zumachen. Okay. 1, 2, 3, 4, so. Zack. Und einmal bis zum Ende. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Wo brauchen wir Bushaltestellen? Ich glaube hier unten. So, dann brauchen wir aber auch hier noch. Na, ne, dann hier. Genau, dann hier noch eine Verbindung. Eine Straße hier hin, eine Straße so rum. Und dann so. Ah! Egal. Alles gut gegangen. Bushaltestelle. 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 Endstation Monorail. Okay. Monorailstation. Monorailstation. Es geht in so einem großen Schritt voran, ne? Das ist wirklich unglaublich. So, U-Bahn. Zack, 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 zack und zack. Ich weiß, das sind jetzt zwar zwei nebeneinander, aber ist okay. Sehr schön, dann können wir die Verbindungen ziehen. Hier hin, genau so. Ah, Moment. Das ist jetzt schon ein riesiges Projekt. So, zack. Dann hier nochmal, zack. Dann hier auch nochmal reinkommt. Wobei da oben kann man noch einen Park reinmachen. So. Ja, wunderbar. 4x4, jo. Können 5er-Gebäude rein, tatsächlich. So, dann machen wir hier wieder 4x4. 5 Minütchen haben wir noch, das reicht, um hier den Bereich voll zu bauen. Oh mein Gott. So, 4x4. Es ist halt alles Gewerbe jetzt, ne? So. Ich hab's ja gesehen, ne? Feuerwehr, Polizei, habt ihr alles noch? So. Hier halt auch noch mal was rein. Mit den Bäumetrick. So, genau. So, dann hier mal gucken, ob sie so schon was aufbauen oder ob wir da noch mal nachhelfen müssen mit Parks. Ich glaube, wir müssen noch mal nachhelfen. Jo. Aber nicht schlimm, kriegen wir hin. Das ist ja das geringste Problem. Hallo? Ach, es ist das wieder hier so verbuggt. Okay, wir haben's. So,
So, 4 Minütchen noch. Da können wir noch ein bisschen was schaffen, glaube ich. Wow, ey. Diese Stadt. Diese Stadt. Und ich sag's euch. Diese Stadt. So. Ich glaube, hier können wir beim nächsten Mal ein paar Wohnungen mal hinmachen, oder? Muss mal die Zonen angucken. Ja, wobei, nee, wir haben eigentlich hier Wohnungen. Mittendrin. Ist sowieso generell gerade sehr fair verteilt, die Zonen, ne? Es ist sehr fair tatsächlich. Ja, hier ist mehr als die. Ja, gut. Bisschen mehr auf Gewerbe tatsächlich, aber das kann man vernachlässigen. So, Luftverschmutzung. Haben wir hier irgendwelche Probleme? Oh ja, tatsächlich. Okay. Wir machen mal so ein Gruber-Ding hier rein. So, zack. Ach, danke. Okay, puh. Wie sieht's mit der Wasserverschmutzung aus? Ja, wir brauchen eine Kläranlage. Okay, möglichst mittig hier irgendwie geht das. Haben wir es hier noch reingequetscht? Nein, leider nicht. Okay, müssen wir so machen. Und dann hier unten eine Straße durch. So, müsste die Wasserverschmutzung jetzt eigentlich weggehen. Ja, hier minimal noch, aber... Ah, das ist okay. Ne, wartet mal, dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Das Ding muss nach links ein bisschen. Das muss... Ah, können wir doch direkt hier so hinmachen. Genau. So. Das dann schön mit Bäumen verzieren. So, und dann gucken wir uns jetzt nochmal die Wasserverschmutzung an. Immer noch! Oder geht das weg? Der eine Zipfel hier, der nervt mich. Der eine Zipfel. So, ja. Machen wir die Kläranlage direkt hier unter die Autobahn. Ich meine, ist ja auch in Ordnung. Ja. Machen wir sie dahin, dann machen wir die hier weg. So, dann machen wir hier mal so, zack. So. Genau. Ja, jetzt ist hier hinten wieder. Also so ganz mittig kann man das... Da müssen wir noch eine. Noch eine tatsächlich, okay. Dann müssen wir noch eine Kläranlage. Einfach zur Säuberung des Wassers hier. Okay. Ich glaube, das reicht, wenn die hier ist, oder? Ah, nee, nee, nee. Ist schon okay. Wir machen mal die Kläranlage hier vorne hin. So, Kläranlage hier vorne hin und eine Straße hier hin. Zack. So. Jetzt aber. Ja, perfektes Timing, Mensch. Da ist meine Uhr. Und, genau, dann haben wir jetzt hier... Das Ding ist immer noch da. Ah ja. Ist aber in Ordnung, denke ich. Also. Ja, oder wir machen es ganz nach rechts an den Kartenrand. Wartet mal. Wir machen es mal näher an den Kartenrand. Machen wir es mal hier so hin. Mal gucken, ob es das jetzt bringt. So. Straße verbinden. Nee, dann ist in der Mitte. Das kriegt man nicht weg. Okay, das da kriegt man nicht weg. Das heißt... Dann machen... Ja, oder wobei? Wartet mal. Lass uns das nochmal...
hier hinbauen. Das ist ja nicht mehr bestimmt. Ja, obwohl. Ne, dieser Punkt, der bleibt immer. Okay, nö, dann mach was anders. Ich weiß, die Uhr hat geklingelt. Ich mache euch sofort Schluss. wo war das? Hier war das. Genau da. So. Wasserverschmutzung. Jo. Ist in Ordnung. Ja, ist okay. Ist okay. Oder wartet, machen wir vielleicht noch ein bisschen was Kleines als nur. Okay, egal. Ist nicht weiter schlimm. Gut, Freunde. Dann mache ich mal zum Abschluss mal den Nachtmodus, weil ihr den so feiert. Ich auch im Übrigen. Oh, schaut euch diese Stadt an. Oh, es ist so krass einfach. Okay, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und jo, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, mit diesem Ausblick. Oh, das sieht schon sehr stylisch aus. Okay, mit diesem Ausblick, wir können dann hier, wenn wir nächstes Mal weitermachen. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.